So, hallo, ich bin heute mal bei Annette und ich wollte mal ihre Häschen euch zeigen. Ja, und wir wollen gleich mal was testen. Ihr wisst ja, dass ich mal ein bisschen Produkttests mache. Und wir waren ja mit der Judith beim Tierarzt und haben die Star sterilisieren lassen. Und da haben wir das bekommen, artgerecht verwöhnen. Und zwar ist es von kaninchenladen.de. Testen wir gleich mal aus. Da sind drinne ist die Sommerwennenprobe, Rosenblüten, Haferkraut, Hibiskusblüten, Birnenblätter, Sonnenblumenblüten, Johannisbeerblätter und Ringelblume. Das wollen wir gleich mal testen. Die haben es noch nie gegessen oder gefressen. Dann wollen wir mal gucken. Das sieht ja toll aus. Ganz Die sind schon vitaminreich. ganz aufgeregt. Die wissen schon, dass es was Neues gibt. Ja, oh, die sind so gierig. Guckt euch das mal an hier. Halt mal das Futter mal ein bisschen dichter. Das sieht ja gut aus. Ja, nun mümmeln sie alle die drei Häschen. Und haben richtig Appetit. Das schmeckt ihnen aber wirklich gut. Schmeckt denn gut. Sind ja auch wirklich nur tolle und schöne Sachen. Ist ja eine gute Idee, können wir da auch mal im Garten sammeln und dann hast du gleich für den Winter Trocknen. schönes Trockenfutter. Ja. Na, Lotti. Kannst ja noch mal alle filmen, dass sie alle zu sehen sind. Jawohl, richtige drei Prachthasen. Heute alle so fotogen. Was hat Ja. sie denn hier dran? Bah, Hat an. sich gerade Verhangen. nochmal vernahmen. Was Links ist? ist Lotti, ist die Mutter, in der Mitte ist der Vater, Jerry, der ist kastriert und rechts ist die Tochter, die heißt Kuschel. Weil sie mal viel gekuschelt hat, aber im Moment macht sie nur Blödsinn. Und bald kommen sie in ihr schönes Außengehege, das wissen sie bloß noch nicht. Da kannst du uns im Garten besuchen, Ja. Mutti. Njam, 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 Ist ja toll, dass ich mal so ein Hasenvideo bei dir drehen kann. njam. Freue ich mich ja. Kuschel. Ich finde es so toll, dass die alle so drei verschieden aussehen. Andersfarbig. Drei gleiche wollte ich auch nicht unbedingt haben. Das kannst du ja kaum unterscheiden. So, man sieht, das schmeckt ihnen. Also sind ja nur gute Sachen drin, falls ihr da mal gucken wollt. Kaninchenladen.de, schaut mal vorbei. Ich denke, sind ganz gute Sachen drin. Ist auch nichts weiter irgendwas wie Weizen oder irgendwas drin. Sind wirklich alles nur Blüten. Guckt euch mal diese schöne Mischung an. Na, so. Ganz, ganz bunte Sommerwennenmischung. Ich weiß, dass es davon auch andere gibt. Da müsst ihr einfach mal gucken. Aber jedenfalls, hier schmeckt es ihnen sehr gut und das ist ja die Hauptsache, ne? Genau. Na, dann danke Jam, ich für euer Interesse und bis zum nächsten jam. Ja, Mal. tschüss. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss.